Hallöchen, zweites Video heute, wieder von der Home-Position. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde, vielleicht irgendwie so, ach keine Ahnung, werdet ihr ja sehen. Spätestens jetzt lest ihr es ja, wie es heißt. Und zwar habe ich mir eine Webcam geholt. Passt jetzt nicht unbedingt zu dem Kanal, deswegen mache ich es auch keinen großen Abklatsch. Ihr seht, das ist ziemlich verwüstet. Die Verpackung. Ich habe irgendwie zu spät gelesen, dass es B-Ware ist. Ich habe mit einem PayPal-Gutschein, habe ich 1 € dafür bezahlt. Von daher war es mir scheißegal. Habe es aber schon ausgepackt und schon probiert. Geht wunderbar. Top Quali. Das handelt sich um eine Logitech C270. Warum ich die ganze Sache hier auspacke? Und zwar, ich habe jetzt noch ein paar eBay-Versteigerung laufen, wo ich noch Höchstbietender bin. Und zwar haben mir ja noch so ein Querlenkerstift und noch so ein paar Sachen für mein Kyosho gefehlt. Und ich dachte mir, warum sowas nicht mal live machen? Quasi den Wiederaufbau vom Kyosho werde ich bei Twitch machen, nebenbei ein bisschen mit euch labern, quatschen. Halt schreiben, ne? Und dass ihr auch was seht und in besserer Qualität habe ich mir jetzt die Webcam hier besorgt. Die macht kleines HD, also 720p, hat, ich glaube, wie viele Megapixel hatte die? 3 Megapixel. Die jetzige, die ist ja in meinem Monitor integriert, die hat, glaube ich, 1,3 oder sowas. Habe es gerade schon probiert, geile Quali, vor allem die Lichtverhältnisse sind deutlich besser. Also Lowlight-Verhalten und sowas. Ja, die werdet ihr dann quasi so sehen. Auf das Auto gerichtet quasi. Und dann werde ich das Ganze so ein bisschen zusammenbauen. Ich werde dann, schätze ich mal, das Ganze auch aufnehmen und dann nochmal hier hochladen. Mal sehen, wie ich Bock habe. Ob ich das Ganze dann nochmal bei YouTube hochlade. Aber ich denke mal schon, weil einige wollen sich ja kein Twitch-Account machen, mitzuschreiben zu können. Der Link für Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Einfach anmelden, dann könnt ihr auch im Chat mitschreiben. Ist natürlich kostenlos. Ja. Soweit mein Plan. Wann das Ganze passiert, weiß ich noch nicht. Müsst mal meine Facebook-Seite liken, da werdet ihr es auf jeden Fall als erstes erfahren. Ich hatte dazu schon mal erst in den letzten Videos gesagt, wo ihr die ganzen Links herbekommt, entweder in der Videobeschreibung oder geht auf meinen Kanal, dann auf Kanalinfo und dann habt ihr alle Links von mir: Instagram, Facebook, PayPal, Twitch, vom T-Shirt-Shop, von DAC Modellbau, von der Speed Challenge, von den ganzen Jungs, von Benny, Mick, Laser, Nathan, bla 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 bla, alles sowas und ja. So weit, so gut. Das soll es eigentlich damit eigentlich schon gewesen sein. Zur Webcam selber. Videoqualität ist top für den Preis. Die kostet im Normalfall so um die 23,99 oder sowas. Wie gesagt, wenn ihr jetzt noch, wenn ihr eBay habt und ein PayPal-Konto, müsstet ihr auch einen 15-Euro-Gutschein haben. Damit habe ich sie geholt. Hab somit nur 1 € noch was bezahlt. Ja, B-Ware, aber wenn der Karton kaputt ist, ist ja im Endeffekt scheißegal. Funktioniert super, super, meine Güte. Tonqualität ist auch top, das heißt, ich muss auch kein Headset die ganze Zeit tragen, weil das so auch gut ist. Und ja, da würde ich sagen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute zuschauen bei Twitch. Wann das Ganze ist, werdet ihr dann auch erfahren. Ich muss halt, wie gesagt, die Auktionen laufen heute Abend aus. Mal gucken, wann es dann da ist. Aber wie gesagt, wenn ihr meine Facebook-Seite geliked habt, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.